Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Genau. Lass die Ratten das machen. Okay, jetzt müssen die Ratten nur noch auf den Trichter kommen, sich da mit den Leichen zu vergnügen. Obwohl, Moment, wenn ich mich schnell hier hinbegebe, dann werfe ich den Ratten einfach hin. Falken zum Tragen. Dann hoffe ich mal, dass das genug ist für die, dass ich hier unbehelligt weiter kann. Achtung, Bürger von Tanvor! Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Aha, eine Kette und kann ich da hoch? F fallen lassen, Leertaste abspringen, okay. Aha. Abspringen, doch das, was ich gedacht habe. Erstmal alles einsammeln und wenn ich das Essen nicht brauche, ja, dann brauche ich es eben nicht. Ich kann es trotzdem essen. Ich glaube, dick werde ich davon nicht, von daher... What the f... Okay. Projektilwerfer. Waffe entladen, okay. Na gut. Haben wir ein bisschen was gefunden. Nichts Interessantes, aber wir haben was gefunden. Hier wäre noch eine Art Lager von irgendwem. Derjenige scheint aber tot zu sein. Ein Brief. Irgendeinen Brief gibt es auch nicht, von daher... Gut. Machen wir uns mal dann... Gehen wir hier mal hier rüber. Mal sehen. Hier ist aber auch nur ein Lager von wahrscheinlich irgendwelchen Toten. Deshalb einfach mal... Oh, das war auch ein Stolperdraht. So. Naja. Ganz die nette Art ist es ja nicht, aber... An den kaiserlichen Schutzherrn. Seien Sie gegrüßt, Carvo, oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das war... Waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener der des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin, eine Gruppe von Kaiserstreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffen für Sie aus dem feinsten Material der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe des Abflussrohres, das in Wrenhaven führen. In den Wrenhaven. Ach, das ist ein Fluss. Okay, zögern Sie nicht. Viel Glück, wir haben gemeinsame Ziele. Das ist doch schön. Oh, ho, 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 ho. Jetzt kommt's. Eine Armbrust. Ein... Wow. Wow. J, okay. Schnellauswahl, okay. Halte die mittlere Maustaste gedrückt, um die Schnellauswahl zu öffnen. Wähle aus, welchen Ausrüstungsgegenstand oder welche Kraft du in der linken Hand ausgerüstet möchtest. Lass los, um eine Auswahl zu bestätigen. Okay, was haben wir hier? Achso, das ist noch keine Info, das ist... Oh.
So, das sind Armbrust. Armbrustbetäubungsbolzen. Die sind interessanter, ja. Normale Kugeln. Brandholz. Brandbolzen. Aha. Ich bleibe aber wohl eher mal bei den Betäubungsdingern. Die sind durchaus wirkungsvoller für ein gutes Karma. Was platscht denn hier so? So, werfen wir ihn da runter. Okay. Moment, C. Was platscht denn hier jedes Mal? Ach, okay, der fällt irgendwelche Stufen runter. Ich dachte schon, das wäre irgendwie was, was mich betrifft, aber anscheinend dann doch nicht. Schlüssel zur Kanalisation benutzt. Esse ich mal ein bisschen. Okay. Jellys Anteil. Jelly, für den Fall, dass du zu dem stumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme im nächsten Monat wegen dieser Seuche erneut zurück. Okay. Whiskyflasche. Kombination erforderlich. Oh, verdammt. So, wo ist die Whiskyflasche? Drunter durchkriechen, okay. Kombination erforderlich. Das ist die Frage, wie kann ich denn eine Kombination rausfinden? Was ist denn hier eine Kombination? Moment, J. Notizen. Der Anteil. Für den Fall, dass du zu dumm bist, dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich im nächsten Monat. Okay, ich brauche etwas. Da, Whisky. Whisky. Aha. Vier, fünf, eins. So einfach ist es. Vier, fünf, eins. Hey. Juwelkästchen. 50, okay. Ansonsten wohl nichts Interessantes. Aber immerhin 50 Gold dazu bekommen und das kleine Rätsel gelöst. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Recht hat er aber. Stinkt's wie ein toter Weiner. Für einen Falkenangriff. Okay, J. Lass dich von oben auf einen Gegner fallen und drücke rechts kurz bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff auszuführen. Du erleidest durch den Sturz keinen Schaden. Ich könnte ihn natürlich auch betäuben. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. So.
So, dann wollen wir doch mal sehen. Ja. Okay. Falkenangriff ist nicht unbedingt notwendig, aber ist eine coole Sache. Einfach um... Ich hätte ja auch hier landen können. Moment. Hier landen können. Na, aber ist nicht hoch genug, das Versteck, oder? Dann hätte ich ihn auch so abgemurkst, aber... Okay, Falkenangriff muss man auch mal ausprobiert haben. Meinst du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Psst. Da ist einer. Ungeziefer. Du kleines Dreckstück. Drei. Jetzt muss ich erstmal beobachten, wer wohin geht. Marschiert da hinten weiter rum. Jetzt weiß ich nicht, welchen ich zuerst erledigen soll. Wobei der da hinten wohl eigentlich schlecht wäre. Komm schon. Jetzt geht mal alle wieder zurück an eure Posten oder so. Okay, Moment. Ich könnte auch einen betäuben, den anderen... Betäubt. Ich hätte wahrscheinlich auch da runterspringen können. So bescheuert unaufmerksam die sind. So einfach kann es gehen. Moment. Ja, wenn ich F gedrückt halte, verschwinden meine Waffen auch. Sehr interessant. Oh, der pennt. Scheiße, der pennt nur. Die pennen alle nur und ich habe den gerade voll ins Wasser geworfen. Und ich stehe jetzt eigentlich noch... Naja, wenn er bewusstlos ist, kann ich ihn wahrscheinlich auch noch töten oder so. Was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas? Das wäre ein Weg nach unten gewesen. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Leertaste. Okay. So schwierig scheint es ja nicht zu sein. Wow. Das ist krass, wie tief das einfach ist. Man sieht davon überhaupt nichts. Da haben die sich echt was überlegt. Okay. Okay. Interessant, das scheint eine S-Bahn zu sein. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ist das cool, das ist auch noch ein... Das ist eines der besten Verstecke, die ich bis jetzt in einem Spiel gesehen habe. Ein umgefallener Müllcontainer, den du auf und zu machst. Krass. Vor allem, da wird nie einmal einer reingucken in den Müllcontainer. Also bitte, ja. Wer guckt schon in den Müllcontainer rein? Hier drüben. Schnell, ich bin ein Freund. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Scheiße, ist das ein Riesenhai. Einfach nur den Fluss runter. Krass. Nö, was? In der Kanalisation habe ich eigentlich alles erledigt. Soweit ich das jetzt sehe, von daher
Es kann natürlich sein, dass ich was übersehen habe. Das könnt ihr mir gern drunter schreiben, wer es kennt, aber... Naja. Oh, Münzen gefunden. 726 von 1010. Wenn man dabei bedenkt, dass die meisten Münzen wohl... Moment, bei den Wachen waren, die ich nicht erledigt habe. Ist das eigentlich ganz gut. Gegner eliminiert 9, Zivilisten 0, Alarm 0. Leichen oder bewusstlose Person entdeckt 3, okay. Chaosfaktor, allgemeiner Chaosfaktor gesamt hoch. Niemanden getötet, nicht, Geist nicht entdeckt worden. Ach, das sind noch so Sonderdinger, die man machen kann. Niemanden getötet, Geist nicht entdeckt werden. Das ist doch eigentlich ganz cool. Das müsste ich eigentlich nochmal probieren. Aber jetzt nicht. Hounds Pit Pub. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken wollen, die ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit dem Anführer der Kaiserstreuen und um herauszufinden, was sie vorhaben. Bevor ich das mache und wir mit dieser Mission anfangen, ist ja die zweite, gehe ich mal kurz aufs Klo, weil das müsste man auch hin und wieder. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.